Liebe Freunde, ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Episode Daisy 19 Uhr natürlich an der Stelle. Da ist einer, hast du gesagt. Ja, wir sind noch hier auf der Police und hat er uns gesehen? Sollen wir den direkt killen? Ich weiß nicht, aber wir haben wieder eingeloggt. Wir haben in der letzten Folge aufgehört zu spielen und heute geht's direkt hier weiter am Anschluss. Der ist jetzt gerade direkt da rechts reingedingst, ne? Wollen wir den zur Rede stellen? Da ist er wieder, sollen wir schießen? Guck mal, nein, der ist ein Bambi, was wir schießen? Hä, was Bambi? Der ergibt, geh mal runter, der ergibt sich, Mann. Ich mach mal Handzeichen. Ja, mach mal Handzeichen. Friendly? Friendly. Hello. Yo. Yo. Friendly. Vertrauensspiel? Ich will zumindest von der Leiter runter sein, bevor der hier reinkommt, ne? Das wäre schon ganz nice. Ich meine. Friendly. Friendly, sagst du? Traust du ihm? Ja, weiß ich nicht. Ja gut, wir haben keine andere Wahl, ne? Liebe Freunde, wie das hier denn natürlich ist in der Days, und schreibt es mir in die Kommentare, wo wir ihm trauen. Jede Folge beginnt mit einer Friendly Challenge, liebe Leute, ist unser... Hä? Beginnt? Ist in der Mitte so oder am Ende? Ist unsere Mentalität, unsere Werte einfach. Das ist unsere Devise. Bist du das? Ja, ich will die Tür aufmachen, die ist hier abgeschlossen. Achso, lol, okay. Verstehe ich nicht, wir haben ja natürlich eine Politik der offenen Tür. Hey, wait, guck mal. Siehst du das? Ist da ein Baum gezeichnet oder ist das... Was für ein Baum bliert? Hä, sind das Bäume oder soll das gesplittert sein, das Glas? Guck mal links. Bei mir ist ein... Oh lol, das sieht aus wie eine Textur mit Bäumen drauf einfach, ne? Digga, hier war ein Künstler am Werk. Diese Türen wurde so eingraviert. Diese Tür ist locker 1 Million Euro wert. Ja, ich glaube, die wussten nicht, wie man vernünftig zerbrochenes Glas oder zersplittertes Glas irgendwie malt. Und dann einfach ein paar Bäume oder von hinten, ne? Nice. Hello. Ah. Hello, my friend. You can speak in English. Hey, can you speak? Caps Lock? Can you hear us? Jump if you can hear us, please. Ja, I can hear. Hey, what's up? Oh, hello. Scheiße, hello, ja. Mach dich viel glaubwürdiger, weißt du? Hello. Where are you from? Ja, Deutschland halt, ne? Deutschland? Deutsch? Ja. Deutsche Land? Oh, da hab ich auch mal gewohnt. Ich bin aus Croatia. Oh. Ah, du bist Luzi. Oh, really? Oh. Erkannt. Ja, nice. Da würde ich sagen, Ja, geil. Können wir den was schenken? Können wir den eigentlich schon? Das war doch unsere Mission, oder? Yo, Bro, warte mal. Yo, Bambi, warte. Wir haben was für dich. Hast du irgendwas für ihn? Hey, da du so kooperativ bist und das Mikrofon kooperativ. Wo bist du denn? Ach, da. Nur alle gesagt, alles erkannt. Schenke ich dir eine Full MP5, okay? Nice, das ist doch mal krass. Danke. Das ist übelst krass. Nice, danke, hier, Bruder. Noch bisschen Muni, Max. Und bisschen so. Muni kann ich auch gebrauchen. Danke, Bruder. Nice. Auch eine Skala von 1 bis 10. Ein wie großer Hurensohn bin ich? Alter. Der Größte. Ach so. Ja, gut, dann würde ich sagen. Er gönnt sich natürlich hart. Gerne, liebe gerne. Freunde, seid immer friendly. Wenn ihr was zu verschenken habt, dann schenkt es natürlich hier den Armen. Das ist ganz, ganz wichtig in der Daisy Standalone, ja. So wie auch den Beinen. Ach so. Unser Auftrag ist es natürlich, die Interaktion in der Daisy Standalone zu fördern und auch das friendly Gameplay natürlich anzukurbeln. Das hast du sehr gut zusammengefasst. Genau, das ist eigentlich unsere Mission, denn es gibt ja einfach zu viele Schindluder, die getrieben werden das vom einen oder anderen Schlingel. Natürlich auch leider unter den Content-Creatern, aber hey, ja, naja, dementsprechend nicht bei würde uns. Ich sagen... Würde ich sagen, machen wir an der Stelle einen kleinen Cut. Bis zur nächsten sehr generösen Begegnung hier natürlich. Nice. Es gibt da zu lachen. Wieso? Was ist dran schlimm? Nichts. Geiles Wort. Ja, ne? Ich bin gerade in die Police gegangen und auf einmal sind hier Schüsse, Bruder. Bist du auch noch irgendwo? Aber nicht, dass es der Typ ist, oder? Ich weiß nicht. Wir waren jetzt eine halbe Stunde weg. Hallo? Ich komme mal näher. Hey, can you talk? Ja, wir waren gerade kurz in... Antworten. I'm not really here. Was? Sorry, what? You're not friendly? Oh ich weiß nicht, was er verstanden hat. Kann sein, dass er friendly ist oder so, ne? Aber... So, I'm friendly. Ich komme jetzt auch. Wo bist du genau? Sagt er unfriendly oder sagt er I am friendly? Are you shooting at someone right now? No. Ich glaube, der ist deutsch. Komm mal rein, ich bin erst. Wo denn? Eine Treppe hoch, ist safe. Ja, welche denn? Police! Hä, da kommen die Schüsse. Das ist ja voll unlogisch, die Zombies gehen ganz woanders hin.
Ja, trotzdem, Police ist einer oben. What? Okay, komm rein. Are there outside the building? I don't know. Yeah, my friend's coming in, but we are friendly. Hello. We don't shoot. Knall den mal ab oben. Knall den mal ab. Bringst du die Zombies mit rein? Achso. Can you come down? Or something like that? Or something like that? Was denn sonst? Komm runter oder nicht? Oh. I can't trust you, sorry, but... Ja, abknallen. It's an interaction game, mate. Please cooperate, okay? Okay, be friendly and come down or I will come up and kill you. What do you think? Jetzt mal ein bisschen zügig hier, wir haben ja auch nicht ewig Zeit. Okay, good. I am not really weaponized, I have just a revolver. Yeah, come down, shut up and come down, be friendly. Thank you. Ja, okay. Jetzt mach doch mal, Bruder, wir nehmen hier auf, wir haben auch nicht ewig Zeit. Ist das auch Deutsch, oder nicht? Ja. In my hands, but I'm not gonna shoot you. Yeah, nice, that's very nice of you. If you wanna shoot me, just right now, it's gonna be the better. No, we are no killers. We are no killers. Töten? Nee. Nee. I'm gonna put my gun away so you can trust me better, because, yeah. That's fine, we trust you. I have no shot. We trust you. Okay, cool. So do you need something to eat? Bandages or something? No, it's fine. I have a lot of food. Yeah, okay, drop food, please. Ammo for my Deagle, man. Ja gut, wenn er schon so fragt, ne? Ich mein... Deagle, perfect. I have 3 shots. Hä, was hat der alles? Was ist denn das für einer? Das ist doch, ist mir ein bisschen ungeheuer, muss ich sagen. And someone of you save food. Well, I have enough. Friendly, man. Nice. Yeah, I'm friendly. Here. Ja, nice. Ja, hast du genommen? Nein, kannst du dich essen. Ah. Das ist aber nicht, das ist nicht dasselbe wie vorhin. Also wir waren eine halbe Stunde weg, Leute. Ja, das ist auf jeden Fall. Broken leg. Yeah, that's right, it's healing. Gutes Game, gut, dass ihr das sofort erkennt. Ich meine, das sieht man natürlich auf 200 Meter Entfernung, dass ich humpel. Aber hey. Ja gut, da haben wir tatsächlich nochmal eine Forever. Ich kann nicht mehr reden, ey. 5 Minuten Daily Standalone schon am Arsch. Ja, aber auch wieder in Cherno, Leute. Wir waren echt wieder schon in 2 Städten weiter, aber irgendwie... Ja, zu meiner Verteidigung, es waren nicht 5, es waren schon 45 Minuten, ne? Wait! Da ist einer auf der Straße! Da ist einer auf der Straße, voll equipped, ne? Direkt töten. Direkt abknallen? Weiß ich nicht. Sieht full equipped aus. Yo, mate, there's a full player, man. Yeah, he's... Okay. I don't know. Be careful. Maybe he's a very aggressive, mate. Bleed. Yeah, he's very aggressive. Achso. Ich muss mal kurz die M4 reloaden, Bro. Ja, reload mal die M4. Wo ist denn jetzt? Ich würde ja hingehen und pushen. Wait, mein Bein ist geheilt. Bruder, mein Bein ist geheilt, pushen? Bruder, ja. Direkt pushen? Ja, wir können pushen. Wollen wir pushen? Ja. Hör mal, Bruder, du bist Deutsch, oder? Lass den mal pushen gehen. Was? Was? Komm, let's go, Mann. Was ist das denn hier draußen, ey? Ich habe denen alle die Beine gebrochen. Oh. Warum? Hast du das Gefühl, dass weil ich gebrochene Beine habe, ich mich besser fühle, wenn die auch gebrochene Beine haben? Danke, Bruder! Danke, das ist Bruderschaft hier, liebe Freunde. Liebe Leute, ich habe den Zombies nur die Beine gebrochen, um Solidarität zu zeigen für Daniel. Da fühle ich mich gleich besser. Oh, nice. Ja, wo ist er jetzt? Er folgt mir auf der Hauptstraße. Ja, Grüße gehen raus an Elon Musk an der Stelle. Er hat uns natürlich nochmal kontaktiert hier und hat gesagt, liebe Freunde, guter Content. Nice, Elon, danke. Weißt du, gute Autos. Achso, was? Nee, keine Ahnung. Ja, und jetzt? Weiß ich nicht. Bist der du das? Ja. Jetzt bist du. Klar, der muss doch hier irgendwo sein. Da muss irgendwie ein Gebäude zwischen uns sein, oder? Wir suchen den mal, liebe Leute. Hello? Hello? Kleiner. Ja, kleiner Kahn an der Stelle. Nice. Wahrscheinlich nice. Ach, Leute. Das ist mal wieder... Ist natürlich sehr ärgerlich jetzt. Warte mal, hinten steht noch irgendwas. Nee, ist auch nur ein Zombie. Der Bruder ist irgendwie abgehauen. Wir haben ihn jetzt leider nicht mehr wiederfinden können. Der hat uns aber safe gesehen, auch in der Police. Also er hat, glaube ich, gesehen, dass ich ihn aime. Und dadurch eventuell den Eindruck hier vernommen, dass ja auch wir nicht ganz friendly sind. Das tut mir leid. Der mir auch. Also wir wollten eigentlich helfen. Ich hatte und Hilfe gebraucht. Weiß ich nicht. So. Ja, leider abgehauen ist Bermuda-Dreieck von Cernarus natürlich hier. Liebe Leute. Zugeschlagen, meinst du? Na klar.
Und ich würde sagen, wir suchen mal die weitere Abenteuer hier in der Daisy Stern. Wir suchen natürlich weiter harte Abenteuer hier. Police ist auch leer. Ich war gerade auf dem Dach abgespottet. Bringt auch nichts hier. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Nice. Nice, Bruder. Das war, du hast was gesichtet, oder? Bruder, ich schwöre es dir, am Bahnhof. Also ein Player am Bahnhof. Ein Player am Bahnhof, am Player? Player am Bahnhof, ja. Am Bahnhof, am Player? Siehst du den, siehst du den? Ja, ich muss ran, aber ich war schwer. Da kommt noch einer. Der ist jetzt gerade an der Brücke beim Bahnhof. Lass mal hin. Das rennt ist unsere Chance, Bruder, weiß ich nicht. Wir können endlich nochmal einem Bambi helfen. Ja, er rennt jetzt, glaube ich, Richtung Stadt, links von den Gleisen runter. Links in, wahrscheinlich links, weil ich gleich gesagt habe, nice, 10 Minuten Daisy Standalone heute Abend, liebe Freunde. Wir haben gerade wieder angefangen, hier das Game zu spielen und man ist kognitiv natürlich schon wieder hier überreif. Am Ende, wie zum Beispiel bei Bahngleisen. Da sind sie, full equipped, full... Achso, ne. Full equipped? Wir machen aber Friendly-Zeichen, oder? Ich mach Friendly-Zeichen. War unser damaliges Friendly-Zeichen nicht 360 eigentlich? 360? 360? 360 Friendly-Zeichen? 360 Friendly-Zeichen. Wahrscheinlich Friendly, oder? Friendly, oder? Die machen Herzchen, Alter. Die machen. Ah, scheiße. Schießen? Achso. Schießen. Armbänder, Gefahr. Gefahr? Ja, Mann. Die sind im Squad organisiert. Die wollen die abhauen? Warum rennen die jetzt weg? Hallo? Yo! Guck mal, aber der hebt auch die Hand, aber die gehen weg. Das ist sehr verdächtig, Bruder. Ja, die sollen stehen bleiben. Wie sollen wir dieses Verhalten deuten? Ist er bereit zu reden? Wenn die zwei Polen sind, Bro, schießen wir direkt. Hast du die Waffe? Ja. Wenn die aus Polen kommen. Hello, hello. Hello, hello. What are you doing here? Hello, where are you from? Hello, where are you from, yeah? From Ukraine. Ah, okay, hello. Oh. Hello, hello. Wirklich? Das ist Ukraine? Are you fine? Are you good? Do you need some help? Yeah, yeah, we're fine. Yeah, do you need anything? Do you need a gun? Hello? No. Der hört Fernsehen. Hey, bro. What's... Take this at least. Just to be safe, you know. Hey, mates, look at this. Take this. A gun. Beans, okay? Beans. Take it. We want you to be safe, man. Yeah, man. You just are some, our friends now. Just some basic support. Yeah. Yeah, you're welcome, man. Schwere Waffen gibt's natürlich nicht. Achso. Yeah, the love is in the air. Yeah, man. Yeah. What about your friend? Can he talk as well? Or is he a bit shy? Hello. Wie aufdringlich. Hi. Hello. Oh, hey. Alter. Yeah. Yeah, nice to meet you. Nice to. What's your name? Neil. Nice. What's your name? Anton. Nice. Ich hab kein Wort verstanden, keine Ahnung. Nice to meet you guys. My name is Destroyer. I'm Marco. Destroyer. Nice to meet you. Nice to meet you, sir. Yeah, where are you going next? Are you just there are more of you, or are you just two? What? Repeat, please. Do you have more friends, or are you alone with that? Yeah. More. Ah, okay. Aimed! Wer aimed? Wo denn? Have a good day, guys. Hast du ihn? Was that your friend? What? Is that your friend? No. He's aiming at us. Not anymore, I guess. What? Well, if you need something, just take everything you want. Maybe a bigger backpack if you need. Zombie incoming, my friends. What? Bro, hast du das gesehen? Nee! Ich hatte Close-Up auf den Typen. Ey, wir reden hier. Und dann sagt er, ich habe einen Freund und auf einmal aimt einer auf mich. Ja, das ist schon ein bisschen verrückt, ne? Ich treffe nichts mehr! Incoming! Wir haben ein Problem, Mann, die Daisy Standalone, die Apokalypse, die Walking Dead. Ich schieß genau den an mit der Drecksweste. Was ist denn das für ein Game? Ja, bug noch mehr rum. Scheiße, ich muss die einschalten. Ach Gott, gar keinen Bock mehr, ne? Auf die Daisy Standalone. Liebe Freunde, habt ihr eigentlich noch Bock auf das Game? Dann ist wieder richtig hart am Rage hier natürlich. Ja, was denn auch sonst? Guck mal, da sind vier Zombies hinter mir her. Ich blute. Ja, Mann. Wie Piranhas, ey. Da sind schon fünf. Achtung. Ja, dann kommen da jetzt nochmal fünf. Hä? Zwei. Hart am Überdramatisieren.
Oh, jetzt hilf mir mal. Ich helfe, ich kämpfe. Kümmere dich um deine eigene. Ich komme hier nicht raus. Oh, ohne Spaß, ey. Wirklich. Warum? Warum tue ich mir das an? Ich muss mich jetzt verbinden. Es ist Sommer, ich schwitze jetzt schon aufhören? Wieder. Das finde ich ist eine super Idee, Bruder. Liebe Freunde, genießt hier die letzten 20 Minuten. Daisy, 19 Uhr in 2022 und in der Zukunft natürlich auch, denn... Gut, nice. Wo bist du denn? Ja, gut, nice. Ich bin hier noch in Lebensgefahr, Bruder. Gut, nice, ja. Seit wann hast du eine AK? Hä, schon immer. Achso. Oh. Sorry, Thank sorry. Thank you for the help, guys. Thank you for the help. Oh, another one. Ja, die sind aber echt friendly, ne? Helfen uns jetzt hier noch ein bisschen. Mal gucken, ich behalte mal ein bisschen die Leiche im Auge. Ich kriege heute nichts hin. Und naja, vielleicht kommt der Bruder ja nochmal wieder. Wahrscheinlich, Bruder. Ach, warum? Warum? Die Auge im Leiche. Ich hab das mal erleben, dass du so redest auf einmal. Ja, Mann, völlig durch heute. Völlig ey, durch. Wo kommen diese Fuckviecher her? Warum kommen wir denn noch? Ich esse nur. Wer hat das denn programmiert? Die brauchen Hilfe, Alter. Komm, die sterben schon gleich. Ja, ich brauche auch Hilfe. Alter, ich kann nicht mehr. Ich bin so am Schwitzen. Du musst mal psychologisch betreut werden hier. Oh, Gott. Shit. Nice, guys. Woo. Yeah, nice. Thank you so much. Do you need bandages? Ich habe keine mehr. No. Nice. So, guys, we need to go. Yeah, of course, man. It was a pleasure to meet you. Stay safe. And have a nice day. Yeah, yeah. Baka, my friends. Bye. Ja, sehr nette. Was haben die Ukrainer, haben die gesagt? Ukrainer, ja. Ist natürlich zynisch, dass man... aber gut, dazu äußern wir uns jetzt nicht weiter. Dementsprechend, Leute, haben wir hier natürlich diesen zwei neuesten Guys geholfen. Die haben uns aber auch geholfen. Und wir haben noch den einen oder anderen... Den dritten hier erschossen. Ich weiß nicht, ob das... Ja, ich glaube schon, dass das hat... Der hat keine Armor, oder? Aber es kann nicht sein. Wir suchen 80 Stunden Player. Auf einmal finden wir zwei und da kommt noch ein dritter Random auf einmal. Ja, wir haben ja laut gelabert, ne? Naja, wie auch immer. Liebe Freunde, ich würde sagen, wir ziehen weiter. Richtung Ballon, aber Richtung... Dementsprechend... Wahrscheinlich Richtung. Richtung, ne? Richtung. Bis gleich. Nice, Mann. Was ist? Bruder, hier fallen Schüsse. Hier fallen Schüsse. Auf dich, oder? Ja, sicher. Hab einen. Nice. War aber mehr Luck. Gut, aber das spielt jetzt mal keine Rolle. Hier ist noch einer. Wo? Hab ihn, er ist gefallen. Nice, ich bin bewusstlos. Gut. Also nee, nicht gut, aber. Weißt du, wo ich dead bin? Ja, ich hab ja reingeschossen. Wenn du auf meinem Kopf bist und dann Richtung Füße gehst. Und dann weiter gehst. Hast du ihn? Nein, du hast ihn doch schon lange, man redet nicht so viel. Vielleicht ist er bewusstlos! Zombies, ich muss wegrennen, Bro! Ich muss wegrennen, es sind ja richtig viele. Warte mal, das waren zwei, waren das die... Nee, oder? Ey, Bro, ich kann dir nicht helfen, ich hab 80 Zombie-Aufwärts jetzt. Ja, ist gut. Ach Mann, ey, die Zombies sind so scheiße. Okay, wir müssen da gleich nochmal hin looten. Ja. Wenn wir irgendwie hier gesund rauskommen. Scheiße, Mann. Okay. Siehst du, wo ich bin? Nee, ich hab Zombie-Aufwärts. Nice, Bruder, nice. Kann nichts machen, sorry. Perfekt. Ich lad mal ein bisschen Loot ab, hier ist so eine kleine Hütte. Wahrscheinlich Hütte. Gut, hab keine Munition mehr, das war's. Eigentlich perfekt, Bruder, nice, perfekt, Bruder. So, ich lade mal alles ab. Wieso wiegt so ein Splint? Ich kann nichts mehr! Warum wiegt so ein Splint ein Kilo? Ey, wo kamen die auf einmal her? Ich hab keine Ahnung, die haben wahrscheinlich unsere Schüsse gehört oder so, waren in Valota oder vom Weg aus Valota raus, nach Richtung Tscherno, hier, wie die Stadia heißt. Achtung! Ach Mann, verpiss dich! Ich regel das, Bruder. Doch nicht. Es ist so nervig. Jo, da kommt noch einer. Es ist so nervig, Alter. Ja, extrem. Müssen wir gucken, der hat noch irgendwie was. Ja, ein bisschen Muni, ich würde das mal alles mitnehmen. Das können wir ja wegwerfen. Hauptsache, die sehen das nie wieder, ne? Da ist ein so eine UMP drin. Ist das UMP? Ja, ne? Nice. Ansonsten, glaube ich, können wir das alles hier drin lassen. Komm mal mit. Ja, warte. Komm mal mit! Ja, wo ist der andere? Ja, der ist leer gelootet. Alter. Mir fällt da auch nichts mehr zu ein, ne? Oh. Ich kann mich nicht mehr wehren. Ich auch nicht. Hier ins Haus, bitte. Ich geh ins Haus. Hier sind 1000 Waffen gelagert. Ja, die hab ich hier hingelegt, Mann. So. Gottchen.
Ja gut, also liebe Freunde, wir haben hier doch einiges ergattert, kann man sagen. Ich würde sagen, wir machen hier einen kleinen Cut. Gucken mal, was wir alles so gefunden haben. Dann wird Zeit für einen kleinen Gag, oder? Ja, zur Auflockerung. Ja, Mann. Das war natürlich hier wieder sehr strapaziös. Oh. Nice. Junge, ich bin am Schwitzen. Gott. Liebe Freunde, wir befinden uns hier auf dem Balota Airstrip und die beste Stelle des Videos kommt jetzt hier. Wait. Da hinten ist das ist ein Zombie, der hat Aggro. Wo rennt er hin? Ja, auf mich natürlich. Nee. Okay, das war random. Der ist schon wieder. Auf jeden Fall, liebe Freunde, hier natürlich für die Romantiker unter euch, der Sonnenuntergang. Sonnenuntergang hier in Chernarus. Symbolisch natürlich dafür, dass auch das Game hier dem Untergang geweiht ist und die Lebenszeit der Day Standalone doch zu Ende. Ich glaube, die hatten neu irgendwie schon viele Player, ne? 60, also 1000, glaube ich. Wo sind die eigentlich alle? Ja, nicht in Cherno wahrscheinlich. Nicht in Cherno. Liebe Freunde, wenn ihr noch die Daisy Standalone spielt, lasst das bitte. Aber wenn doch, dann wo seid ihr denn da immer? Ganz ehrlich, man findet keine Player mehr, ne? Ich glaube, alle. Das kann doch nicht sein. Spielen die alle Konsole oder was? Bruder, ich kann es ja nicht sagen. Also, ist es Free-to-Play geworden, das Game? Ist immer ein Riesenaufwand, Spieler zu finden. Free-to-Play wäre eigentlich mal eine gute Idee, ne? Obwohl. Ah. Ja, auf jeden Fall haben wir natürlich hier die Gag-Sektion vorbereitet, liebe Freunde. Ich fange mal an, oder möchtest du starten? Nein, das würde ich sagen. Geil. Und zwar habe ich hier einen von Ryan heißt der, glaube ich, der Bruder. Vor einem Tag gepostet hier, ganz fresh, liebe Leute. Hashtag Gag, Hashtag Desi. Danke dafür, dass wir wissen, dass das lustig sein soll und für die Folge bestimmt ist. Deine Zähne sind wie Gelsenkirchen und Duisburg. Da ist noch Essen dazwischen. Ach du Scheiße, ist das ein Fußballwitz? Nee. Topografie nennt man das, glaube ich. Was ist so? Oder Geografie. Ich glaube, Topografie, ne? Von Topos, altgriechisch, der Ort. Gelsenkirchen? Topos, ja. Achso, ich dachte, es wäre so ein Fußballgag, sorry. Warst du mal Gelsenkirchen? Nee. Warst du mal Duisburg oder Essen? Nee. Duisburg hat meine Oma mal gewohnt. Echt? Warst du dort? Ja, Rheinhausen hieß es, glaube ich. Oh, geil. Gehst du nochmal hin? Nee. So, ja, die wohnt jetzt nicht mehr da. Ja. Liebe Freunde, kleine private Einblicke hier. Aber Bruder, ja, du hast natürlich hier noch einen Gag parat. Hau mal raus. Natürlich. Liebe Leute, Hashtag Gag-Sektion für euch. Warum sind... Hashtag Gag-Sektion für euch. Steht da so. Ja, so. Das passt sehr gut zu der Folge. Warum sind Zombies bei der... Warum sind Zombies bei der Sie? Die Frage. Hä? Er schreibt, weil sie nerven. Weil das Game generell nervig ist, oder was? Ist das, passt das gut? Ja. Weil das passt, weil wir uns vorhin aufgeregt haben. Von Teilzeitartist, Hashtag Fellipop. Teilzeitartist, finde ich, ist auch ein guter Name. Also wenn da auch irgendwie eine Lebensphilosophie dahinter steckt, ne? Aber hey, liebe Freunde, das wollen wir nicht bewerten an der Stelle. Wir hoffen, wir begegnen noch dem einen oder anderen Player und sehen uns gleich wieder. Nice. Liebe Freunde, Bruder, du hast Munitionsknappheit, habe ich gehört. Ich habe natürlich noch das ein oder andere Deagle-Mag für dich. Oh, danke, Bruder. Na klar, so wird hier natürlich brüderlich geteilt. So wie in Bruderschaften. Und da würde ich sagen, das Krasse ist, hier ist niemand, ne? Vorhin ging hier noch echt die Post ab. Grüße gehen natürlich raus, hier, ab geht die Post. Und, ja, jetzt ist hier Abend. Jetzt ist hier Totenstille, liebe Leute. Der Server wird dunkel. Alle loggen sich natürlich aus, denn die alle haben keinen Bock, in der Daisy Standalone in der pechschwarzen Nacht zu spielen. Das ist natürlich richtig hier. Totenstille wie auf Friedhöfen. Und, Bruder. Kid? Pass auf, Mann. Pass auf, Digga. Was ist? Pass auf, Bruder. Oh mein Gott! Killen? Töten? Friendly? Er wollte nicht reden. Ja, hat nicht gesprochen, Bruder. Da muss natürlich direkt durchgegriffen werden, so wie... Das war so ein wie viel, ne? Wie geht das jetzt? Ich schwör, ich habe das noch nie gemacht, glaube ich. Was für Schwör, Mann? Mit einem Skin and Quarter, so ein Huhn? Oh ja, geil. Oh geil, und ein richtiges Survival-Feeling hier in der Daisy. Survival-Feeling, wo ist denn das Huhn? Ja, das kann ich in der Hand bei mir. Ach, das ist in deinem Knie gerieben, es ist weg. Ah, am Knie gerieben. Dann sind nämlich zwei Bio-Hühnchensteaks. Bio-Hühnchensteaks. Okay, hast du einen Knife? Dann können wir theoretisch das braten, oder? Ich habe keinen Knife, ne. Wäre das nochmal eine coole letzte Aktion hier für die letzte Folge Daisy 9? Ach so. Wir zeigen euch, was das Game eigentlich werden oder hätte werden sollen. Dark Bar, kann man das benutzen? Das bauen wir nicht, oder? Nee. Wir zeigen euch hier nochmal ein bisschen Survival-Action, liebe Leute. Doch, das braucht man. Damit ihr auch durch Essensknappheiten und Hungersnöten... Der rasiert sich! ...vorankommt. Oh, Alter. Wahnsinn, das Game, ne? Ja, es kann natürlich sein, dass in absehbarer Zeit man doch hier den ein oder anderen Survival-Kniff anwenden muss, um durchzukommen. Dann könnt ihr natürlich hier für eure lieben Freunde und Familie hier sorgen. Na klar, dann machen wir ein schönes Feuer im Außenbereich
Oder willst du lieber in den Innenbereich gehen? Was denn? Spaß, gar nichts. Nice. Oder willst du lieber in den Innenbereich gehen? In den Innenbereich innen? Wo hast du noch einen Stock? Wie du lachst. Finde ich lustig. Auf dem Boden ist ein Stock, ja? Wie ach, der hat ihn jetzt angespitzt, wirklich? Ach nee. Oh nee. Liebe. Jetzt ist mein Messer ruiniert. Nein, oder? Doch. Nicht dein Ernst, oder? Kann ich da noch einen Busch zerkleinern? Eigentlich ach schon, du ja. Scheiße, ey. Longstick. Warte mal, kann man auch... Ey, man muss erst einen langen machen und dann kann man kleine machen, ja? Es können auch kleine rausfallen, ja. Eigentlich. Liebe Freunde, ich würde sagen, wir nehmen keinen Cut und sehen uns gleich wieder, ne? Ja, perfekt. Jo, Bruder, mach mal an jetzt. Ja, ich habe angemacht für dich, Bro. Das brennt nicht. Bro. Doch, du musst warten. Wie, worauf? Ja. Bis es angeht. Wie, bis es angeht? Hä, wieso brennt das jetzt nicht? Du musst warten, bis das angeht. Was ist das für ein Game? Wahnsinn. Ich bin nicht zum Lachen, ey. Ich bin hier ignite. Im Survival-Experten-Modus. Ja, ich ignite das jetzt auch mal. So, jetzt habe ich es angemacht. Und jetzt? Ja, ich mach's auch mal. Doch, man sieht, das ist so leicht verschwommen. Nice, Bruder. Da würde ich sagen, machen wir doch mal, hocken uns mal hin und hauen das erste Stück Du musst warten, bis es warm wird. Ach, was? Du stichst doch nicht ab, ey. Was machst du? Ich stech dich ab, meinst du? Stock und ein Stück Fleisch. Junge, ruhig, hallo. Ein Stück Fleisch, ey. Ja, gut. Wir konnten uns leider keinen zweiten geschärften Stock machen. Seit dem Update muss man die Stöcke schärfen. Ja. Dementsprechend haben wir leider kein Messer mehr. Ja. Ja, gut. Also was wir hier eigentlich machen, ist, wir warten auf Spieler, dass wir denen hier natürlich direkt ein richtig geiles Steak anbieten können. Beziehungsweise, was ist das hier? Hühnerbrust, glaube ich, ne? Ja, das Bio-Hühnchen da auf der Wiese. Chicken Steak. Nice. Das Bio-Hühnchen, ja. Hier ist natürlich alles biologisch in der Daisy Standalone. Natürlich, in der Daisy Standalone. Ist hier nichts mit Chemikalien verseucht. Auf dementsprechend. Gar keinen Fall. In der Lebensmittelindustrie. Ach so! Ah, ja, gut, Bruder, ich würde fast sagen, da hier nichts mehr los ist, müssen wir unser Abenteuer an anderer Stelle fortsetzen. Müssen wir leider machen, Leute, denn ja. Wir haben auch nur begrenzt Zeit, liebe Leute. Das ist. Hast du das gehört? Hä? Waren das Wölfe oder so? Irgend so ein Heulen? Ich hab's vorhin auch gehört, aber ich dachte, ich hab mich getäuscht. Nein, ist Vollmond gleich, ne? Vielleicht Werwolf. Werwolf, Mord. Ach so, gut, Bruder, ja, würde ich sagen. Wir gönnen uns hier gleich. Ne, das behalten wir natürlich für die Bambis. Und sehen wir uns nächsten Sonntag wieder. Wie spät? 19 Uhr, glaube ich, ne? War das? 19 Uhr. Grüße gehen raus. Hier wird nochmal hart abgestochen, Alter, so wie. Ach so. Ah, one on one. Und. Wie du im Feuer stehst. Das Game ist so lost. Das ist fantastisch geworden. Ja, gut. Machen wir mal Schluss hier. Ja. Bis dann. Tschö. Fick dich. Ach so. Ciao. Fick dich.